Ich muss zugeben, dass es nicht nur interessant ist, andere Kunstschaffende dabei zu beobachten, wie sie Farben mischen, wie sie ein Bild aufbauen, wie sie mit Schraffuren und Kontrasten umgehen und vieles mehr, sondern dass es auch mich inspiriert, es selbst auszuprobieren, wenn ich dann im Atelier bin. Nicht unbedingt auf die gleiche Weise, wie es jemand anderes tut, sondern indem ich beobachte und mich ja inspirieren lasse, wie jemand zum Beispiel mit Wasser und Farben auf eine mir unbekannte und frische Art umgeht. Ich muss zugeben, dass dies eine etwas andere Art ist, eine Geschichte über Stil zu erzählen, aber ich dachte, zu diesem Thema passt es trotzdem gut, weil es voller Grauzonen ist und hier kein richtig oder falsch existiert. Beim Stil geht es nicht nur um Techniken und Methoden. Jede Person hat ihren eigenen Stil und Stil ist viel mehr als das, was man sieht. Stil ist auch, wie du arbeitest, wie du beobachtest, wie du dich selber und andere wahrnimmst, wie du die Dinge erlebst. Alles, was du täglich im Atelier und auch außerhalb tust, ist dein Stil, deine Ausdrucksweise. Ich habe bereits in meinem Video Stil oder Prozess, glaube ich, kurz darüber gesprochen. Stil ist komplex. Es ist nichts, das man selber auswählt. Stil ist ein Ergebnis. Manche Leute reden so, als könnten sie ihren Stil bewusst wählen, aber das glaube ich nicht. Für mich ist Stil das Ergebnis von allem, was du bist, allem, was du sammelst, siehst, hörst, isst und tust. Man sagt ja auch gerne über gewisse Personen, die oder der hat Style. Aber das geht weit über Kleidung hinaus. Es ist eine Art Haltung, sich selbst und der Welt gegenüber. Es ist erfrischend, jemandem beim Kreieren zuzusehen. Und ich habe vieles gesehen, das ich behalten und lange für meine eigenen Arbeiten verwenden möchte und kann. Aber es ist nicht so einfach, wie es scheint. Man kann nicht einfach die Technik eines anderen übernehmen und sie auf das eigene Werk 1:1 anwenden. Es passt einfach nicht, es entspricht nicht meiner Art, eine Geschichte zu erzählen. Bei gewissen Motiven bin ich nicht so direkt, ein finales Werk in weniger als 2 oder 3 Stunden zu kreieren, obwohl das vielleicht das Beste für das jeweilige Bild und Motiv wäre. Hingegen zeichne oder skizziere ich ziemlich rasch ein Bildkonzept, das in sich stimmig ist und auch in einer späteren, finalen Serie funktioniert. Ich habe erkannt, dass dies vielleicht einer der Hauptgründe ist, warum ich es bevorzuge, im Atelier zu arbeiten. Mein Bild muss entstehen können. Auch wenn ich mit vielen Medien gearbeitet habe und mich dann entscheide, Mixed Media einzusetzen, so klappt das in den ersten Versuchen meist nie, weil die verschiedenen Medien nicht so zusammenspielen, wie ich es mir vorgestellt habe, beziehungsweise die Medien und das Motiv einfach nicht harmonieren wollen. Dann fange ich die Zeichnung neu an, kombiniere die Medien anders, reduziere sie notfalls. Das ist relativ zeitaufwendig, aber nur so kann ich die Zeichnung und das Bild von A bis Z in sich harmonisch gestalten und erzählen. Andersherum gibt es da draußen Leute, die malen und erst nach 5 oder 6 Schichten beginnen zu sehen, was sie tun müssen. Es schimmert durch all die Schichten, die sie auf das Papier legen, bis sie das Papier bzw. die Leinwand und die Vorzeichnung nicht mehr sehen. Dann verändern sich die Dinge und plötzlich sehen sie, was sie tun müssen. Sie überdecken und überdecken Schicht für Schicht und plötzlich erkennen sie in den Schatten und im Licht, was zu tun ist. Das ist nicht nur eine Arbeitsweise, sondern auch ein Stil des Beobachtens. Ein Stil, mit dem Bild und mit der Zeit umzugehen. Auch auf diese Art des Prozesses zu vertrauen. So mehrschichtig arbeite ich nicht, bei mir verhunzt es nur. Ich suche dann nach Wegen, die Geschichte neu zu verpacken, sie neu anzugehen. Das Einzige, was man für sich tun kann, ist, das zu akzeptieren und mit Dankbarkeit anzunehmen. Indem man einen fremden Stil studiert und nicht blind nachahmt, lernt man sich selber besser kennen. Und zwar nicht nur betreffend, was man noch nicht kann, aber vor allem in der Einsicht, dieses oder jenes anders erzählen, umsetzen zu wollen. Wir wachsen ja auch in der Reflexion mit anderen und werden auch vom Zeitgeist beeinflusst.
Wenn man dann ins Atelier zurückkehrt, lernt man von sich selbst. Man wird sich seiner Stärken und seines Stils bewusst. Und dieser verändert sich im Laufe der Jahre natürlich. Er entwickelt sich aber nicht nur durch bewusste Entscheidungen. Es ist nicht so einfach, wie es scheint. Der Wandel ist ebenfalls komplex. Das ist nicht wie ein plötzlicher Kleiderwechsel und schwupps, bist du jemand Neues. Der Wandel geschieht durch die Veränderung deiner Faszination, durch die Annäherung an deine bevorzugten Themen, auch durch den Lebenswandel. Und natürlich, indem man seine LieblingskünstlerInnen beobachtet und sieht, wie sie arbeiten. Das kann eine Art persönlicher Kultur schaffen, in der du als kunstschaffende Person auch gerne lebst und wirkst. Überspitzt könnte ich sagen, dass es keinen Stil gibt, sondern nur den sich immer wandelnden Prozess. Dieser ist aber zum Glück relativ gemächlich, weswegen man dann gerne einen Stil zu erkennen vermag. Akzeptiere darum deinen momentanen Stil mit Dankbarkeit und schau, was auf dem Papier erscheinen wird. Und denke daran, fokussiere dich und vertraue immer auf den Prozess. Ein finales Werk ist dann wie ein Nebenprodukt daraus. Der Prozess ist dein Zuhause, nicht unbedingt die fertigen Werke. Dies hilft dir auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dich von deinen Werken gesund zu distanzieren und diese eventuell auch ohne Wehmut sein zu lassen oder sogar später zu verkaufen. Wie erlebst du deinen Stil und deinen Prozess? Welche Erfahrungen hast du dabei bisher gemacht? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr über einen Austausch und neue Einsichten. Ja, ich danke dir, dass du bis hierhin bei diesem Gedankengang dabei warst und wünsche dir eine bunte, kreative Zeit. Mach's gut, auf bald!